Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, wir spielen Ultimate General Civil War. Halten Sie Marvin Hill bis zum Einbruch der Nacht. Das hoffe ich. Die Rebellen greifen weiter an. Sie haben Mut. Das muss man ihnen lassen. Ja. Und ich habe zumindest Munition. Was ist das denn hier gerade? Warte mal, warum verliert er seine Deckung hier? Warum formiert er sich anders? Das war doch als Deckung deklariertes Gelände. Warte. Den Punkt müssen wir halten. Jetzt haben wir noch zwei Punkte, die wir halten müssen. Schön, dass das jetzt hier ein Punkt ist, wo gerade die Einheit hier quasi steht. Schick den mal in den Wald. Dann hole ich Blume mal runter. Dass wir den auf jeden Fall vertreiben. Aber ansonsten brauche ich langsam mal mein zweites Korb. MacDowell läuft. Das ist natürlich schön. Das freut mich gerade nicht gar nicht. Randa, Wickham, zeig, was du kannst, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ja, du hast gut gekämpft, da kann man nichts sagen. Da kann man nichts sagen. Du hast gut gekämpft. Da kann ich nichts anderes sagen. MacDowell, formieren. Oder bleib, wo du bist, ist mir egal. Halt. So, Arnold, bisschen zur Seite. Der will da flankieren. Unsere Verstärkung trifft ein. Super. Ich würde eigentlich auf Pause machen. Ich weiß gar nicht, wo ich hingeklickt habe. Genau, dann können wir mich gleich den da nämlich schön töten. So, wie machen wir das mit der Verstärkung? Teilen wir die jetzt auf? Also jeden Punkt, den ich halten soll, kriegt schon mal ein Kanönchen. So, ganz einfache Kiste. Dann. Dahin. Hier beide dann dahin. Also müssen wir doch Grund und Boden schießen da eigentlich. Ah, die haben da noch Truppen. Schöne Formation gehen, Blume. Einmal schießen, Blume. Einmal schießen. Schick die mal hinterher. Dann schicke ich Blumen wieder hoch. Brauchen wir hier oben auch mal wieder Männer. Keine Deckung, ne? Ah, das ist doof. Geh zurück, 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 zurück. Oh, ist motiviert. Motiviert, Leute müssen sterben. Ah, lass mal die laufen, komm mal wieder zurück. Und was mache ich da gerade? Falsche Truppe, falsche Truppe, falsche Truppe. Ist down. Halt. Zurück, down. Du irre Sau, du. Alter, war der irre. Der wollte es echt wissen. Das ist der sich zurückgezogen hat. Ne? Hier, Terrell, du bist mal hier Reserve. Und du gehst dahin.
Feuer auf Taylor. Unsere letzte Verstärkung nähert sich. So. Erstmal Pause, ne? Wir müssen erstmal hier formieren. Ich weiß jetzt nicht, von wo was kommt. Hier mache ich in diese Richtung. Diese Richtung. Und hier haben wir eine Kanone. Die packen wir schön in die Mitte. Hier sieht es ein bisschen ärmer aus. Hier haben wir Franklin. Ich glaube, den Endforce schicke ich hier auch nochmal hoch. Und auch keine Ahnung, von wo die kommen. Buddy, schicke ich da ins Wäldchen. Die Kanone somit muss ja in diese Richtung zeigen. Franklin kommt auch da ein bisschen hin. Ja, die letzte Verstärkung sind unsere Greenhorns. Und die möchte ich bitte hier vorne haben. Die Reihe halten. Ich lasse die mal so. Blume bleibt hinten. Wollen wir mal ein bisschen Hut wegschießen. Jetzt bitte auf Jones. Okay, ich glaube, die Kanonen schießen sogar auf mich selbst wahrscheinlich. Oh, er läuft schon wieder. Bleib doch mal hier, Stone. Oh, 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 halt. Was machst du? Verdammte Scheiße. Halt. Das ist die kleine Einheit, die wir nicht kaputt gemacht haben. Ich könnte langsam noch einen Munitionswagen gebrauchen. Los, eine Salbe schön gut seitlich treffen. Dann müsste er doch eigentlich die Nase voll haben. Hat er schon. Müssen nur die langsam mal sterben. Jetzt haben wir hier eine Lücke gemacht. Das ist doch schön. Schieb mich da mal rüber. Ich gucke nochmal, ne? Wir haben jetzt nur so ein bisschen Einheiten auf Sparflamme hier zurückgelassen. Je zwei Kanonen und die Kavallerie, die kann vielleicht hier irgendwo unterstützen. Vielleicht ist das ja auch nur eine... Ja. Schick die Kavallerie. Die Kavallerie schicke ich mal. Ich schicke die Kavallerie da mal hin. Falls da was kommt. So. Bisher ist ja der Hauptangriff von hier vorne. Ich versuche jetzt hier nochmal diese Seite wegzukriegen, damit sie diese vielleicht nach innen verlagern. So die Idee. Weil hier sind sie auch schon gut zerschossen, aber... Hier, da kommt ein Law, Law and Order. Mach mal Law und Kanonenfutter raus. Butler wurde getötet.
ist denn der Butler? Hä? Wo ist denn hier ein Butler? Bin ich gerade blind? Arnold, Laumann, Woods, Wallace, Dawn, Drayton, Blume. Wo ist denn jetzt ein Butler? Paxton? Hä? Kriegt man dann irgendwo die Meldung nochmal her, die wir gerade hatten? Upsala. Nein, nein, ich will keinen Guide. Wo ist denn hier ein Butler gestorben, bitte? Nee, das sind Ziele, die wir erfüllen müssen. Ich habe hier keinen Vorgesetzten, der Butler heißt. Weil ich habe gerade die Befürchtung, dass ich irgendwie was übersehen habe, aber ich sehe keinen Butler. Travel. Hier ist ja kein Feindkontakt. Hm. Ist er an Altersschwäche gestorben? Und wo ist er denn gestorben? Kann mir nicht helfen. Entweder übersehe ich den Derbe, aber ich habe hier keinen Butler. Nö, kein Butler. Oh, die ziehen in die andere Richtung. Ins Zentrum. Ich hätte eher die gern gehabt. Nee, bleib mal da, wo du bist. Ich ziehe Force gleich in diese Richtung. Was machen die da für Bewegungen? Ah, vielleicht habe ich eine Truppe umbenannt. Kann das sein? Der Vorgesetzte hieß Butler, aber ich habe den Trupp vielleicht anders benannt. Na, wir schießen mal weiter die Mitte. Kanone hat schon 500 Mann getötet. Die auch. 1000 alleine. Der hat schon 1200 alleine getötet. Krass. Was die so töten können, die Kanonen. Da ist eine Lücke. Hier jetzt mal auf diesen Dwight. Ich will, dass die da reinziehen, verdammt. Da sind ganz viele Leute. Da mal drauf schießen. Ich schwung mal ein bisschen vor. Aber es passiert gerade nichts, ne? Also wir haben unsere Fronten sind verhärtet da. Kommt einer. Bitte auf Jones. Jones ist motiviert. Und meine Munition ist alle. Das heißt, die Kanonen werden bald auch keine Munition mehr haben. Oh, dabei habe ich doch die letzten Schlachten immer vermehrt Munition eingekauft für die Schlachten. Weil Drayton läuft, ist Blume schon da. Ah, warte mal, 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 warte mal.
Kanone links, Kanone rechts. Hier habe ich hier noch Einheiten und Kanonen. Mensch. Die habe ich jetzt ganz vergessen. So, das heißt, wir haben zwei Mann. Wie packe ich da nochmal hin? Und die packe ich hier nochmal hin. Und. Na? Cool, wusste ich gar nicht, dass das geht. Und ich packe ich dahin. Und hier haben wir Munitionswagen. Mensch, die habe ich ja komplett übersehen. Ich habe die Kanonen vergessen. Sind automatisch dahin gelaufen. Cool. So war das vorhin. So. So kann ich nicht spielen. So kann ich nicht spielen. So, da ist einer motiviert. Und halt. Halt, Straighten. Halt. Komm zurück, du Horst. Jones greift an. Okay, er hat genug. Blume, Randa. Oh, da kommt eine Einheit. 800 Mann. Dann ziehe ich euch nochmal ab. Die haben ja erst Blume dazu gekriegt und Kanonenfutter. Stone. Tja, ich weiß nicht, wie viel kommt, aber da kommt mal was. So, Lane hätte ich jetzt gern für Stone. Lane hat gut gekämpft. Reicht. No, geh mal jetzt. Geh mal hin. So, jetzt haben wir hier echt Kanonenspaß. Und jetzt auf Law. Kanone würde ich noch nicht drauf schießen. Alles gut. Sparen wir uns so ein bisschen. Versuchen wir ihn so ein bisschen in die Falle zu locken. Habt auch das Gefühl, die warten noch. Die warten auf was, weiß ich nicht, aber die warten. So, jetzt soll es doch hier von mehreren Seiten kommen. Ne? Hm. Sind motiviert, die Leute. Laufen. Ich weiß bloß nicht wohin. Okay, das reicht. Kannst wieder zurück. So, die Kanonen bewegen sich da. Nee, dahin. Nee, ihr könnt in den Nahkampf gehen. Ich wollte ja, dass ihr zusammen die tötet. So
Schön Teamarbeit. Na ja, komm, bleib da. Wir rennen ja quasi in die andere Richtung. Die töten wir. Sich aufgelöst. Das ist schön. So, Franklin. Dann gehen wir wieder zurück. Und die anderen paar trauen sich nicht. Ich weiß gar nicht, woher die kamen. Ob die jetzt wirklich hier von einfach so alleine kamen oder ob die von der Hauptarmee hier sind. Das weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall tot. Nervt uns nicht mehr. Hat sich hier ganz schön ausgedünnt. Sind überall tote Leute und kein Stein ist mehr auf den anderen. Genau wie hier. Ja, Wickham ist auch ganz gut runtergeschossen. Aber hat auch der Vorgesetzte verwundet. Schade, dass wir die nicht gefangen genommen haben. Ich würde die ja gern austauschen, aber wenn ich wirklich da abziehe, McDowell oder sonst irgendwie da reinpacke, dann, dann sehen sie das und greifen an. Aber ich glaube, wir haben ihre Männer ganz gut aufeinander aufgeregt. Quasi eine Lücke. Genau, ruhig auf die kleinen Einheiten. Da muss er die vielleicht schließen. Dann werden wir die vielleicht endlich mal los. Die 800 Mann. Oh, das war schon der Sieg. Super. Super. Ich hätte eigentlich die Einheiten, um die zu halten, eigentlich auch noch benutzen können. Aber ich habe die ganze Zeit eigentlich seitlich mehr erwartet. Gerade von der rechten, weil die Karte hat sich hier ein bisschen mehr geöffnet. Puh. Armee war quasi ausgeglichen. Ja gut, wir hatten Kavallerie und die halt nicht, aber 5000 Mann nur Verluste. Das ist ja, das ist nicht viel, du. Dafür, wenn wir mal gucken, was die verloren haben, ey. 17.000 Mann, na gut, 6.000 Mann aufgerundet quasi.
Lief gut. Also lief wirklich gut, finde ich. Kann mich bei weitem nicht kriegen, so George McKellen. Du kannst dann auch gleich hier, mein Freund. Der ist es auch besser. Warte mal, wir haben hier einen, der ist für, was hast du hier? Geschwindigkeit und Taktik. Infanterie, Strategie. Tja, was werde ich dich mal packen? Strategie, mehr Munition. Ausbilder. Artillerie, ich glaube, ich mache mal mit denen mal eine schöne Artilleriedivision oder einen Korb. Infanterie. Genau. Das mache ich. So. 20.000 Mann, das ist ja wie Weihnachten. Aus Washington können wir uns vielleicht auch noch mal 5.000 holen. Hohoho. Läuft. Das läuft echt gut. Wo geht's als nächstes hin? Ah, hier um in der Nähe von Washington. Baltimore wird gekämpft. Schlacht am Bull Run. Das ist die zweite. Cattle Run. Und irgendwas, was ich nicht aussprechen kann. Ja, nächstes Mal gibt es dann zwei kleinere Schlachten erstmal. Und dann gibt es dann wieder mal die Schlacht um den Bullen oder am Bullen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Es würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.